Genau, jetzt sehen wir mal die ganzen Osmoseanlagen, die ich hier mir jetzt mal angesammelt habe. Eins, der macht hier sogar heißes Wasser. Das ist so eine 200-Euro-Osmoseanlage. Das ist hier von diesem Mr. Water eine super teure Anlage, die total blöd ist. Das ist hier das 100-Wasserwerk. Das. The Game Changer nenne ich ihn sogar. Beim 100-Wasserwerk, worauf ich jetzt kurz noch eingehen werde, das ist der Dimorion mit Tank, auch nicht schlecht. Und hier ist noch eine Direct Flow Umkehrosmoseanlage, auch von derselben Marke Aquaphor. Hier habe ich noch ein paar andere. Das ist hier so eine typische Osmoseanlage, kompliziert und 10.000 Kartuschen, die man nicht wechseln kann, weil sie sich festbacken. Das ist so eine einzelne Osmoseanlage ohne Aktivkohlevorfilterung, was eigentlich nicht so gut weil dann Chlor eigentlich schon, allein Chlor schon Löcher in die Membrane reinbohren kann. Also man muss schon mit Aktivkohle immer vorfiltern, sonst kriegt die Membran Löcher. Die kann nämlich nicht alle Chemikalien rausfiltern, beziehungsweise nur die wenigsten. Jetzt kommen wir zum 100 Wasser. Also warum habe ich diese Anlagen? Die habe ich deswegen, weil ich endlich zu diesem Umkehrosmose-Film komme. Und es ist auch ein Umkehrosmose-Horrorfilm wird es, weil manche Anlagen sind dann auch horrorhaft. Die kann ich aber jetzt gerade nicht zeigen. Das ist jetzt der 100 Wasserwerk mit einem Abwasserschlauchauslauf, der hier oben dann auf der Spüle sein kann und nicht in den Siphon reinkommt. Aber man kann es natürlich auch in den Siphon rein. Und beim 100 Wasserwerk ist eine sehr spezielle Besonderheit da. Deswegen ist das jetzt mein Basisfilteranlage, wo man entscheiden kann, will ich meinen Mineraliengehalt und den Kalkgehalt verändern können? Ja, okay, dann ist es schon diese Anlage. Will ich es nicht ändern können, dann ist es nur der Vorfilter. Ein Vorfilter reicht. Dann kommen die Mineralien so rein, wie sie so raus, wie sie raus reingehen. Jedoch bei diesem 100 Wasserwerk haben wir hier etwas sehr Spezielles. Das Spezielle ist hier das, was so sachte aussieht. Dieses Teil hier. Weil das Wasser geht hier rein, geht hier, hier ist ein Y-Stück, wie man sieht, und geht durch dieses Bypass dann an den vorderen Filter. Das heißt, man kann praktisch das Wasser entweder hier durch die Membrane schicken, komplett einmal raus, also Umkehrosmosewasser produzieren, was vorher und nachher gefiltert wurde. Die Filter haben auch übrigens Bakterien- und Keimschutz. Das heißt, eingangsseitig und endständig haben wir eine Keimbarriere, Bakterienbarriere. Also es kommt keine Bakterie rein, es kommt auch keine Bakterien und Viren und so weiter raus. Auf jeden Fall kann man jetzt hier das Verhältnis einstellen, ob das sehr basisch, ob das, ja doch, also man ändert auch dadurch natürlich den pH-Wert, ob man eher nur Umkehrosmosewasser haben will oder nur gefiltertes Wasser oder ein Mix davon. Und somit würde ich als Umkehrosmoseanlagengegner, sehr großer Gegner, will ich diese Anlage jetzt bei mir in der Küche installieren, weil ich den Mineraliengehalt einstellen kann. Ich muss nicht voll ohne Umkehrosmosewasser, voll ohne Mineralien. Ich kann halb machen. Ich würde da in dem Fall sozusagen 70% gefiltert, 30% Osmosewasser reintun, weil unser Münchner Wasser ist halt kalkhaltig. Somit hätte ich dann die Härte ein bisschen reduziert. Aber ich will definitiv Mineralien drin haben. Wenn jemand gar keine Mineralien drin haben will, dann kann er das anders machen. Wenn die Frau aber Mineralien drin haben will, dann kann sie es wieder schnell umstellen. Das ist das Schöne an diesem 100 Wasserwerk. Der 100 Wasserwerk wird aber auch noch einen Wasserstoffgenerator im Durchfluss bekommen, wenn man will. Da wäre dann die Frage, Sie wollen den pH-Wert nicht ändern, wollen Sie zumindest Wasserstoff drin haben? Ja, okay, dann kommt dann dieses, ich sag mal, 800 € Kästle, 1,5 Kilo schwer, da kommt das Wasser rein und kommt wieder raus mit Wasserstoff angereichert. Wenn jemand pH-Wert auch noch anreichern will, bekommt bald diese Anlage eine Elektrolysezelle. Je nach Kalkgehalt 9, 11 oder 13 Elektroden. Vom selben Hersteller wie alle anderen Ionisiererhersteller ihre Elektroden holen. Also ich bin jetzt da an der Zentrale angekommen in Korea. Gleich fertig, Elektrolysezelle fertig produziert. Ein Standardnetzteil, 24 Volt, 10 Ampere. Und dann kann man noch einen kleinen Controller, der umpolt, aus Entkalkungsgründen habe ich mir ja schon was ausgedacht. Und oben hast du dann deinen 3-Wege-Hahn.
und entweder das Abwasser, das saure oder das ab von dem da, wie auch immer, unten in den Siphon rein, wie hier. Wie hier dieses schwarze Teil, wo das Abwasserschläuchle reingeht. Oder eben oben an diesem Auslassteil hier. So. Mhm. Und so hat man hygienischer. Und du siehst auch, hast immer einen Überblick, wie viel Abwasser, Frischwasserverhältnis ist. Da man einen Niederdruckbedienhahn verwendet, Sicherheitshahn sozusagen, hat man den Druck immer vor der Anlage schon abgesperrt und somit kann kein andauernd Abwasser abfließen. Das ist nämlich die Problematik bei Osmoseanlagen, wenn man oben den Wasserhahn zumacht, dass dann bestimmte Pumpen und so weiter dafür sorgen müssen, dass nicht andauernd Wasser trotzdem abfließt über den Abwasserschlauch. Da gibt es so bestimmte Membranpumpen und was weiß ich was. Alles total kompliziert. Mhm. Wir sperren einfach vorher ab und sehen oben, ob wirklich Abwasser abfließt. Mhm. Das ist eine Direct-Flow-Anlage ohne diese komplizierten Tankschichten, die unhygienisch hoch 10 sind. Bei dem geht's, weil der hat am Ende dann noch eine Hohlfaser-Membranfilterung. Okay. Aber der ist Direct-Flow. Wenn du sagst, mir langt die 1,3 Liter nicht, dann nimmst du zwei solcher Membranen. Das sind dann halt 2,6. Wenn dir das ja auch nicht langt, dann nimmst du halt drei. Also du kannst das quasi selber zusammenbauen. Es ist noch viel schlimmer. Nee. Und dann, viel schlimmer. Wenn du jetzt sagst, ich habe aber Lust, Osmosewasser als basisches Wasser, als Basis zu verwenden, das fürs basische Wasser, und gefiltertes Wasser auf der sauren Seite zu haben, damit ich die Mineralien vom gefilterten Wasser in das Osmosewasser auf die basische Seite bekomme. Kannst du mit der machen. Mhm. Du wirst es umgekehrt haben, du wirst lieber mineralhaltiges Wasser und dann Osmosewasser auf der anderen Seite, warum auch immer. Du wirst extra stark haben, aber nur auf der basischen Seite. Gut, du sehen halt noch ein bisschen Salz dazu. Hm. Du wirst irgendeinen Wirbler haben, einen UMH-Wirbler. Gut, tu mal den Wirbler davor, dazwischen, dahinter, darunter, wo auch immer du bist. Alles, das ist die Plattform, wo jeder Kunde glücklich sein wird. Ich auch, wo jeder Kalkgehalt reduzieren kann. 50% der Leute wollen eigentlich nur filtern wegen dem Kalk. Die das denken ist ja Kalk. Die Idee ja. Und dann, und wenn einer sagt, ich bin Umkehrosmose-Hasser und will sowas niemals besitzen, dann kriegt er halt nur dieses Teil. Dann braucht er das ganze Chassis nicht. Außer er sagt, er will unbedingt noch Elektrolyse danach. Ja. Und oben gibt es dann nur noch einen Drei-Wege-Hahn. Und den habe ich da oben. Sowas in der Art. Irgendwas Schönes, wo Wasserfilter und heißes Wasser und kaltes Wasser und alles in einem ist. Nicht ein zweiter Bedienhahn. Jetzt gehe ich mal hier den Wasserraum an. Hier haben wir natürlich ganz tolle Ionisierer auch. Die andere Variante wäre halt das da. Extra Bedienhahn. Zweiter Hahn. Und das wäre ein Hahn. Der existierende Hahn, der wird abgebaut, der ist ja hässlich oft in der Küche. Da kommt dann so ein schöner, ich habe von Hans Grohe einen für 800 Euro an 3-Wege-Hahn Sicherheitshahn. Also, und das ist halt das, wo wir jetzt angekommen sind. Und das ermöglicht dir dann Wässer, also 100 Wasserwerk. Und wir werden 100 verschiedene Wässer. Nicht so, das Wasser hat 10% weniger Mineralien wie das andere Wasser. Nee, wir werden 100 echte verschiedene Wässer bringen. Werden wir alle messen und für jede Philosophie ist dann Platz. Wenn einer sagt, er will unbedingt noch Wasserstoff vor der Elektrolyse, dort, wo es in die basische Seite geht, noch schon voranreichern oder Wasserstoff nachanreichern, weil er total der Maniac ist, kriegt das. Verstehst du? Und das ist die Revolution. Ja. Das ist die größte Revolution. Den gibt es eigentlich mit Edelstahlchassis, den finde ich schöner, aber das Ding existiert auch, dieses Gerüst. Du meinst, das Gerüst. Sind die Kunststoffdinger oder wie? Das Teil. Das tust du unter die Küche. Industriequalität mit allen möglichen Auswahlmöglichkeiten, Design 0. Kannst du mir eigentlich sagen, warum die alle in Kunststoff sind? Die Sachen, Filter, Gehäuse? Also bei dem Filter, wenn du mal da drauf drückst. Ja, jetzt drehe ich den. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich kann es jetzt nicht rausziehen wegen dem Teil hier, aber ich wechsle den Filter komplett samt Gehäuse aus. Ich komme nicht hier in die Aktivkohle hinein und berühre die Aktivkohle, komme mit meinen bakteriellen Händen an oder nehme die Bakterien mit, die ja was weiß ich was sein können. Sondern und das ist dieser Klickverschlusswechsel. Ich habe hier nicht etwas, was ich hier jetzt auch nicht aufkriege, Nummer 1. Das kriegt keine Frau auf. Ja. Du brauchst einen Schlüssel. Ja. Und dann kommt Wasser und alles wird feucht und was weiß ich was. Nee, ich nehme diesen ganzen Filter, tausche ihn einmal aus. Das war's. Okay.
Und das ist halt das Hygienischste. Und klar, du kannst nicht aus Edelstahl machen, das muss Kunststoff sein. Polypropylen. Oder was das ist. Also auf jeden Fall, so hätte man jetzt eben auch die Osmose-Leute können jetzt im Aquazentrum Osmosewasser bekommen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe in meinem Leben bisher, ich glaube, eine oder zwei Umkehrosmoseanlagen an Endkunden verkauft und eine oder zwei an so irgendwie so für Spülmaschinen, so für Getränke, Gaststätte. Aber das ist nur kompliziert. Vor allem, wenn es so eine Anlage ist, dann läuft mal da drüben Wasser raus, dann kannst du hier den Filter nicht wechseln, dann ist da das Problem und dann ist der Tank und dies und produziert dauernd ab. Nur kompliziert. Und so eine Technik kommt dann auch wieder von wem auch immer, nämlich Nahrungsmittelbranche, Pharmabranche, Prozessbranche, die brauchen alle Osmosewasser. Mhm. Und ich meine, Osmosewasser ist wie weißes Salz, weißes Zucker, prozessierte Nahrung, entbereinigtes Wasser. Prozessiertes Wasser, Industriewasser, was ist mit sowas? Stehst du so wie aus wie destilliertes Wasser? Nee, aber dein Mineraliengehalt nach Gusto mischen, das ist doch mal eine Variante. Hm? Nicht mit Nachmineralisierung. Du kannst auch eine Nachmineralisierung auch noch dazu haben, habe ich auch, aber lieber lässt du die Mineralien aus dem Wasser da ein bisschen mehr drin. Mhm. Macht doch mehr Sinn. Doppelt gefiltert, da braucht mir keiner sagen und gern kann eine Analyse machen, da ist sowieso kein Schadstoff mehr drin. Aber gut, wenn jetzt PFT drin wäre, dann könnte man immer noch bisschen, also 80% Osmosewasser drin, mhm. Dann hast du halt nur noch 20% von dem PFT drin, was dann wahrscheinlich wiederum geht, wenn jetzt PFT drin wäre, ja, aber ich glaube nicht, dass wir PFT drin haben in Deutschland. Aber wieder rein und drehen. Ja, und dann. Oh, das ist einfach. Am Faden hast du den Klack dann, was das drin ist. Das ist super. Ja. Und du hast ja quasi jetzt die Hersteller gesucht, die das für dich machen. Nein, nein, ich habe den Importeur von dieser Marke in Deutschland, habe ich vor mehreren Jahren gesagt, mach doch mal bitte das. Weil es ja auch nicht schwer ist. Ja. Und das hat er jetzt vor 3 Jahren schon fertig. Das gibt schon seit 3 Jahren. Aber ich habe halt genug zu tun gehabt und vor allem Osmose-Thema war nicht so. Mhm. Aber jetzt habe ich halt seine Webseite gekauft, Wasserfilter und Trinkwasserfilter ist der Nummer 1. Und da muss ich halt jetzt mit Filter auch aufrüsten und die wollte ich sowieso schon. Und dann kam jetzt eben vor 2 Tagen, fing es dann an, dass man so viel mit der machen kann. Okay. Weil ich jetzt so parallel eben noch so, wie mal selber anfangen auch zu machen, aber so ein Gerät oben, Design, alles, das ist unmachbar, dass es schön aussieht. Das ist wie der Genesis oder der Moses, das ist weißt du, mach mal so ein Gehäuse, Plastik, Kunststoff, Werkzeug. Mhm. Das ist unten. Oben ist ein Bedienhand, den gibt es sogar noch. Somit haben wir es ermöglicht, dass wir es wirklich schaffen können. Okay. Weil da mit Design anfangen. Aber das ist cool, wenn man es selber zusammenstellen kann, wie man will. Und vor allem, wenn noch verschiedene Leute im Haus sind, dann können die selber noch schrauben, wie sie es wollen. Du, ich könnte auch so machen, einen 6-Wege-Hahn hintun, mit Karbonisierung, mit alles. Nur, wir brauchen es halt vorher abgesperrt. Das heißt, wenn für dich okay wäre, dass du irgendwo noch einen Zusatzhahn, irgendwas hast oder Knopf, wo du sagst, jetzt Wasser raus, dann kannst du am 6-Wege Wasserhahn, wirklich 6 verschiedene Wässer machen per Drehen. Die Karbonisierung macht Sinn. Für Leute, die sonst nicht trinken können, kann man dann das basische Wasser direkt danach karbonisieren, hat dann immer noch 50% des Wassers. Was jetzt hier ganz check up ist, Karbonisieren, was ist das? Kohlendioxid bleiben. Ah, und warum? Leute britzeln wollen. Für das Schorle. Ach, ich hab's nicht geschickt. Ja, Schorle. Du meinst das Gas. Gas, ja. Und normal wird es ja sauer und so, ist ja schlecht. Aber wir können sogar basisches Wasser als Basis nutzen, dann karbonisieren, dann hat man immer noch ein erstens basisches, wird dann schon sauer, aber wasserstoffhaltiges, karbonisiertes Wasser. Mhm. Ja, gut, also jetzt. Bei dir ist halt die Frage, willst du den Wasserhahn installieren oder unter der Spüle? Oder fest. Fest gehen alle. Nur am Wasserhahn ist der halt am schönsten, weil du den eben so lässt. Wasser rein, Wasserstoff, berührst nicht mehr. Der Start und Stopp und der letzte Stufe. Generell werden, kann man es jetzt alle am Wasserhahn anschließen, oder? Earth to fly the air. I am the one.
I am the water, born on this earth to fly the air. I'm in the sky, inside the clouds, and when it rains, I clean the air. I'm in the sky, inside the clouds, and when it rains, I clean the air. I am the waters of Mother Nature. Where is life? I am there. I am the waters of Mother Nature. Where is life? I am there. I am the blood inside your veins. I am the tears that you cry. I am the blood inside your veins. I am the tears that you cry. I am the source of life. I'm the river, I'm the sea. I am the source of life. I'm the river, I'm the sea. I am present in four kingdoms to quench the thirst of who arrives. I am present in four kingdoms to quench the thirst of who arrives. Mãe d'água da natureza, onde a vida eu estou lá. I am the waters of Mother Nature's. Where is life? I am there. Estou no sangue das suas veias e em cada lágrima que rolar. I am the blood inside your veins. I am the tears that you cry. Eu sou a fonte de toda a vida. Eu sou o rio, eu sou o mar. I am the source of life. I'm the river. Estou presente em todos os reinos, saciando a sede de quem chegar. I am present in four kingdoms to quench the thirst of who arrives.